Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Und es ist passiert. Reiner Regen ist jetzt möglich. Durch die Anreicherung der Marsatmosphäre mit potenten Treibhausgasen bildet sich bald aus natürlichem Niederschlag Regen. Zunächst werden diese, das ist wieder dasselbe, giftige Gase, aber wir haben jetzt reinen Regen. Bedeutet, es regnet bald normal. Ganz normal wird es bald regnen. Ey, du solltest mal da runtergehen, sonst haben wir keine Landeplattform frei. Resources are low. So, dann können wir noch zwei Raketen holen. Frachtraketen nochmal zwei mit Metall in diesem Fall würde ich bestücken. So. Das sollte doch jetzt gut passen. Hier holen sie die Metalle raus, die wir gebraucht haben. Ja, hier wird jetzt noch natürlich noch Personal gebraucht in dem Fall. Ja, hier arbeiten aber Leute, cool. Hier arbeiten auch jeweils eine Person in der Schicht. Bedeutet, wir sind hier doch ganz, ganz gut dran, würde ich sagen. Ich habe schon überlegt, ob wir nicht noch hier sogar noch eine hinbauen und hier. Also wirklich übertreibend, das ist hier noch die Buddelstelle, auf die wir es abgebaut haben. Cool. Wie giftiger Regen ist dies, ich krieg sauberen Regen. Aufgrund von 8 Sensortürmen. Nicht schlecht. Drachenraketen zurückfliegen. Das sollte aber reichen, wenn ich den zurückschicke. Die anderen zwei können die Metalle dann noch abliefern, die wir brauchen. Dann sind wir fürs Erste auch gut vorbereitet. Bloß die brauchen alle noch Ressourcen dann. Wir werden hier hinten noch eine Aufforstungsfabrik bauen. Da habe ich gerade Bock drauf. Dieses komische Ding hier, der Terraforming. Einfach hier anschließen. Der bringt noch ein paar Metalle vorbei. Und dadurch kriegen wir auch jedes Mal noch ein bisschen Geld wieder. Weil wir tun hier tonnenweise produzieren. Jetzt geht. Nein, nicht da! Die brauche ich! Das war mal ein Volltreffer. Also leck mich! Besser hätte man ja nicht treffen können. Leute, zack, zack, komm, repariert das ganze Zeug. Wir brauchen das alles. Vor allem ist es die Wasserverknüpfung. Ist der Schrott? Oh shit, der ist Schrott. Auf was wartet ihr eigentlich? Könnt ihr das reparieren? Na, sie referieren schon, okay. 6 Millionen received, bedeutet, ich hole mir noch eine Frachtrakete. Geht da nur 60? Echt? Starten. Vorn sind du! Vorn hin! Das ist die Phoenix. Ah, ne, da warten wir noch, die sollen aufgefüllt werden. Na, schaut gut aus. Langsam wird hier alles repariert. Dann sind die Lecks wieder weg. Ey, Leute, ihr... Ach nee, da arbeitet einer. Okay, ich hab mich umsonst beschwert. Da unten hackelt einer an dem kleinen Loch hier, was wir haben. Und tut sich jetzt mal direkt wieder aufpumpen. Oh, warte mal. Wir sollten vielleicht hier ein paar Lager bauen, ne? Dann hätten da eventuell auch ein paar... Müllabfälle Platz.
Schauen wir mal, das sollte aber alles werden. Ist die Dragon 2. Du bist berechtigt zum Abheben. Phoenix 1 wird auch berechtigt zum Abheben. Ihr kriegt wieder Missionen von mir. Erstmal Brasilien bestehlen. Go. Und dann würde ich gerne noch... Schau dir die an. Wie sie sich verändert schon. What the fuck? Was kostet das? 60 Millionen zu 1. Anders kannst du zu giftigen Regenfällen kommen, welche die Bodenqualität und die Pflanzen schaden. Es könnte dadurch ein Marsbeben entstehen. Expedition aussenden. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Da kommen auch immer wieder schön Essensmengen raus. Weil ich glaube, aktuell müssen wir noch keinen sauren Regen erzeugen. Wie viel kommt der Liter? 33. Verfügbare Fertigbauten. Jetzt haben wir hier wieder endlich die Ressourcen, die wir brauchen. Mit denen können wir nämlich dann wieder anfangen, langsam hier Grün zu erzeugen. Der soll auch schön Gas geben. Genauso. Als erstes flechten, dann Gras. Dann nochmal Gras. Obwohl ich glaube, bei dir ist es noch schlau, wenn du Wächten setzt. Das ist cool, wie die kleinen Tröpfe, die kleinen Samen hier so rausballern. So. Du brauchst halt Massen von dem Zeug eigentlich. Und das ist halt, weil wir bis jetzt noch keine Ressourcen wirklich haben. Bin ich jetzt zum Landen geschickt? Transporter. Du bist auch ready wieder zum Starten. Gut. Ich hole jetzt noch mal ein paar Frachtraketen nochmal mehr Saatgut. Da scheißen wir jetzt drauf. Wir haben ja genug mittlerweile an Mitteln. Das ist ja für uns ja absolut kein Problem mehr. Der muss nur noch beladen werden, fertig. Und dann sollten sich unsere Wasserwerte auch noch erhöhen. Unsere Pflanzenwerte, ja, die steigen langsam, aber die werden, denke ich, voll steigen, wenn wir sauberen Regen kriegen. Neue Anomalie. Erkundungsschauer, du hast mal wieder was zu tun. Wo ist denn das? Ah, Meteoritenschauer aktuell und so Zeugs, ja, da war was. Ready to go? Fast. 1, 2, 3, 4. Da ist die 5. Ne, die fährt woanders hin. Da kommt der letzte. Und schließen. Let's go. 3 neue Anomalien, das ist ja noch besser. Da freut sich unser Fahrzeug. Hat zwar wieder was zu tun. Da hat unsere Maschine mal wieder was zu tun. Weil sonst ist es ja nicht so das Alltägliche, nennen wir es so. Noch eine Anomalie. Schick, Alter, das ist ja super. Was forschen wir gerade? An der Meteoritenverteidigungssystemchen. Das sollte ganz gut klappen. Ach, guck mal, unsere zwei Pflanzensamenmaschinen sind da. Und das auch rechtzeitig, finde ich. 5 neue!
6 abreisende Touristen. Die werden jetzt dadurch wahrscheinlich gerade latschen. Und gen Ausgang. Ich hätte mal gerne Passagierrakete. Wenn ich jetzt Filter mache. Spezialisierung. Tourist. Bewerber mindestens einer der auch anwenden. Da ist keiner dabei. Oh, ja, dann halt nicht. Muss ich das für eine neue Insel schaffen. Ist das jetzt sauberer Regen oder nicht? Ne, giftiger. Bedeutet, der zerstört wieder langsam meine ganzen schönen Sachen, oder was? Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Schon mal hier. Nö, es kommt in der Nähe unserer Cups. Scheiße. Hier kriegen wir wahrscheinlich wieder Fortschritt. Das ist auch cool. Das ist eine verdeckte Operation gewesen, die ist auch schon lange her. Alter, schau dir das Tal an. Das hat ja eine ganz andere Farbe. Holy shit. Aber eigentlich sollte doch jetzt schöner Regen kommen, habe ich verstanden. Mars Vision Radio, the broadcaster of the Mars Vision Song Contest. The next contestant is your... Ah, fast fertig, der ist auch fast fertig. Anomaly analyzed. Anomalie analysiert. 53% schon. Dann brauchen wir hier eine hin, hier eine, hier und hier eine und auf den ganzen wichtigen Punkten. Na, da kommt der... Nee, fliegt zum Spezialprojekt, noch 2 Soll lang. No, unser erster Toter wieder. Ne, wir haben jetzt aber auch ordentlich an Leute. So. Komm schon, das ist doch... Bjorn Broke. So, jetzt haben wir die nächste Anomalie aktualisiert. Jedes Mal aktualisiert, genau. Wir aktualisieren die ja. 62% schon, das ist gut in der Geschwindigkeit, die vorangeht, weil die ganzen Kosten hier auch Schweine. 300.000 alleine das hier. Wir brauchen ja dann jetzt eigentlich dann den, wo ist er denn? Ach, den habe ich schon, den Magnetfeldgenerator. Der sollte hier nach vielleicht kommen. Weil aktuell können wir es noch gut halten, aber irgendwann wird das auch nicht mehr weitergehen. Und dann stecken wir fest, sozusagen. Transporter 1. Der fliegt zurück, der fliegt auch zurück. Ne, der will zurück. Aber ich will mindestens ein paar Mal hier haben. Frachtrakete. Schick uns nochmal ein bisschen Metall vorbei. Würde ich sagen, schick uns ein bisschen Metall. Jetzt ist er hier. Ah, fast durch. Haben Sie, es schaut nicht mehr so schön. Das Grün geht ein bisschen zurück. Das hat sich schon festgemacht und es breitet sich auch selber aus. Das ist natürlich cool. Also das ist ja schon alles selber ausgebreitet. Da haben wir keinen... Die Reichweite ist nicht so hoch. Schau dir das an. Das ist alles schon selbstständige Ausweitung und Ausbreitung. Sind über so kleine Metallstückchen und Polymerstückchen. Wie viel hier einfach ist. Wahnsinn! Das wird auch alles immer grüner. Auch schon Wiese? Schaut nach Wiese aus. Ja, ist Wiese. Cool. Der See ist auch schon umrandet mit Wiese. Es wird doch langsam. Es wird...
jetzt bloß die Sachen mit Metalle, ne? Wir produzieren eindeutig zu wenig. Hier wohnen 22 drin. Heute hier sind wir natürlich voll ausgelastet. Ich könnte dich abreißen. Einen neuen Sanitätsposten hier errichten. Und dann dort noch eine kleine Wohnquartieranlage bauen. Aber wir brauchen wieder Lagerflächen, super. Auch nicht hinterher mit dem ganzen Scheiß hier. Oh, schön. Aber wenn da sonst auch nichts mehr wurde. Okay, ja, wir sind natürlich auf sau viel Sachen, die das befeuern, nennen wir es so mal. Ich überlege gerade, ob ich noch einen Bau von den Dingern. Drachenrakete 2 landet gerade. Asteroidenfänger ist auch schon unterwegs. Dann sind wir bei 42%. Die Verbesserung des Wasserparameters schafft die ökologische Voraussetzung für giftigen und Reinregen. Wasser gewährt eine Terraforming-Boost für die Wasserproduktion von Feuchtigkeitsvaporatoren. Die haben wir ja gar nicht mehr im Einsatz mittlerweile. Wir pumpen die Welt leer. So schaut's aus. Die Hälfte haben wir schon auspumpt. Holy shit. Wir sind 80.000. Ich leg schon mal Kabel hin. So, okay. Dann brauchen wir noch ein bisschen Strom natürlich da gleich mal. Zack. Wenn die schon mal verlegt sind, haben wir schon mal die Möglichkeit, da gleich anzuschließen. Ich glaube, das ist gar nicht blöd. Weil da ist ja direkt halt die gute Wasserversorgung jetzt, ne? 9 Bewerber erhalten. 9 Touristen. Ist doch auch nicht schlecht. Passagierkapsel. Tourist, Tourist, Tourist. Keine Spezialisierung, keine Spielung. Das sind alles Touristen. Ich hätte gerne Mediziner, eine Mediziner und einen Offizier. Starten. Was ist denn? Tourist, 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 Tourist. Das sind Touristen. Starten. Schon bemerkt, dass das hier Touristen sind? Wir haben für 36 Touristen Platz. Ja, mal drum. Ich glaube, es hackt. Und der Count an der Form ist immer noch da. So, du bist Drachenrakete. Mittlerweile machen wir gut Geld. So, by the way. Ah, gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir beim Asteroiden auch gekommen. Angekommen. Gekommen. So, jetzt bin ich mal gespannt. 100%. Asteroidenfänger. Ja, wir haben auf jeden Fall eine Erhöhung erhalten. Nur speziell. Mal wieder. 5% wieder. Aber wenn man so anguckt, der Planet schaut schon echt heavy aus mittlerweile, also Mars.
Na, schaut schon langsam gut aus, du. Solange uns nicht überschwemmt hier, ist alles gut. Das schaut auch schon so nach grünen Gebieten so ein bisschen aus, obwohl sie eher dunkelschwarz ausschauen. Aber es ist nicht mehr rot. Treibhaus importieren. Da geht es mir ja nicht mal mehr wirklich um... Das ist ja nur so ein Nebeneffekt. Mich interessiert eher, dass es Regen geben kann. Und wenn es natürlich guter Regen wäre, wäre es natürlich geil. Weil mittlerweile fast 50% Atmosphäre. Weißt du was? Ich bestell das jetzt. Ich will das jetzt haben. Ich hätte gerne Typos Importer. Import hier. Expedition aussenden. Hat zwar ein bisschen was gekostet, aber das ist einmal 30 Exporte. Und ein bisschen Treibstoff. In the middle, let's go in the middle. Call in the middle. Bis dahin haben wir hoffentlich auch dann die ganze Sache mit der Atmosphäre schon geregelt. Dann ist alles super. So, wir finden auch direkt mal für unsere lieben Kollegen hier direkt an der Grenze. Aber langsam weitet sich sie auch aus. 10 Touristen und 3. Das Hotel hat jetzt schon ein paar Besucher. Passt doch 5 und 5, macht 10. Angekommene Touristen. Siehst du, das war jetzt gerade die Flugzahlung. Komm, Mädel. Globale Last. Die verbesserte Temperatur verringern den Einfluss von Kältewellen und schaffen die ökologische Voraussetzung für giftigen und reinen Regen. Ohne erhöhte Temperatur kann es kein flüssiges Wasser in den Seen und auf der Oberfläche des Mars geben. Eine angemessene hohe Temperatur ist ebenfalls notwendig, um Mars für Menschen bewohnbar zu machen und offene Kuppeln zu ermöglichen. Genau, erhöht die Stromproduktion der Dinger, bla bla bla. Eine verbesserte Atmosphäre verringert die Stärke von Staubstürmen und Meteoritenstürmen, schafft die ökologische Voraussetzung für giftigen und reinen Regen. Ich will reinen Regen bitte mal haben. Fände es cool, wenn das dann mit Regen gefüllt werden könnte oder sowas. Das wäre cool. Dragon 2, du willst wieder starten. Warte nochmal, du kriegst noch ein bisschen Lieferung mit. Ein bisschen Lieferung. Er braucht jetzt eh eine Ewigkeit, bis er wo ankommt. Ja, natürlich ist es eine beschissene Stelle, wenn man so sieht, natürlich für Lagerarbeiten, aber da kommen noch mal zwei und irgendwo flitzt doch sicher einer rum mit noch einem schönen Metall. Oder? Einer da, komm da! Leute, 3, 2, 1. Go, 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 go! Aber man merkt schon, die Fläche hier tut sich schön erweitern anfangen. Und vielleicht geht es dann auch hier langsam ein bisschen besser voran, dadurch, dass wir jetzt alles wieder haben. Ne? So, schauen wir, ob wir jetzt hier Safari-Route erstellen können. Wir starten natürlich hier. So. Mikrokuppel. So. Ich überlege gerade, wo wir hier am besten hinfliegen können. Riesiger See. Route zu lang. Research complete. So. Route beenden. Ein Abtrünniger gestohlene Ressourcen. Oh. Imperium 1.
Die Schweine, die haben die Mittagspause von denen genutzt. Meteoritenverteidigungssystem wurde erforscht. Cool. Bildet mehr Platz für Passagiere, okay. Sollen wir noch Terraforming verbessert ist? Machen wir noch Kernwärme nachher? Wandelt die Erde vom Mars direkt in Beton um. Wird verhaltensbezogene Verschmelzung ersetzt entfernte Schwächen durch zufällige Stärken. Auch geil. Besonnenheit, aha. So. Bedeutet, wir haben jetzt natürlich diesen schönen Laser hier, ne? Der kostet aber auch wieder. Funding received. Ich brauche voll viele von denen, jetzt wird es natürlich scheiße. Platziere den jetzt hier. Einer kommt sicher mal hier hin. Wir müssen jetzt so kleine Laser natürlich hin, aber das wird sich auch irgendwann absetzen, weil natürlich irgendwann alles geschützt ist. Können wir gleich wieder Raketen schicken mit Metallen. Aha. Frachtrakete. Auch wenn es noch gut ausschaut, aber ich sagte jetzt schon, dass es nachher wieder eine Katastrophe endet mit der Metallversorgung. Deswegen bauen wir dich jetzt schon. Ah, und schickt noch eine Rakete mit pflanzlichen Rest. Habe ich die jetzt geschickt? Nee, habe ich nicht, ne? Starten. Terraform, wir stehen eine Staubstimme mehr. Blauer Himmel! Oha! Wait, what? Wir haben einen blauen Himmel, Leute. Holy shit. Alter, was geht denn jetzt ab? Was haben die denn da für einen Filter drüber gelegt? Heute gibt die Sonne über eine Szene auf, die so fantastisch normal war, dass sie jeder Beschreibung spottet. Ein bläulicher Himmel spannte sich über eine trockene Graslandschaft, die genauso Teil der großen Ebene Utahs sein könnte, aber sie ist tatsächlich hier, auf dem Mars. Unsere unermüdlichen Bestrebungen, die Mars-Atmosphäre zu reinigen und für Menschen besser geeignet zu machen, haben noch nie einen wichtigeren Meilenstein erreicht. Die Hälfte hätten wir geschafft, aber es gibt viel Arbeit zu erledigen. Aber wir 50% der Atmosphäre haben. Mittlerweile. Es gibt keine Staubstürme mehr. Okay, wir hatten noch nie welche, ne? Muss man ja dazu sagen. Das ist schon... Alter, die Farbänderung ist brutal. Ob jetzt Pflanzen besser wachsen? Und ob die allgemeine Moral der Leute ist, weil wir ja jetzt... Leute, also weil mittlerweile ja schön Wetter ist und so Zeugs, also schön Welt und so hin und her, nicht mehr so wirklich Panik. Jetzt kommt schon wieder ein giftiger Regen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Was habe ich falsch gemacht? Warum giftig? Erster Regen. Es ist normaler Regen. Wir haben den ersten Regen geschafft. Alle Sponsorenziele. Was sind überhaupt meine Sponsorenziele? Aber ich scheiß drauf. Wir haben den ersten Regen geschafft bei Sol 336. Atembare Atmosphäre ist bei... Was ist da für die Vorstellung? Sorgen Sie für 40% Atmosphäre und 40% Temperatur, 10% Wasser. Atembare Atmosphäre für 95% und 50%. Das sind natürlich 100%. Pflanze einen Baum auf der Marsoberfläche. 40 Arbeiter sind in Werkstätten. Errichte ein Wunder, baue eine Megakuppel. So weit sind wir noch nicht ansatzweise.
alle Sponsorenziele erreichen. Es regnet normal, es regnet Regen. Alter, wie cool ist das denn? Also müsste auch eigentlich heißen, dass das komplette Pflanzen jetzt dadurch vorangeschoben wird, oder? Richtig? Apropos, ich müsste hier oben auch noch für den Terraforming-Fortschritt vielleicht eine kleine Aufforstungsfabrik bauen. Ach, schau dir an, hier, das ist alles schon rot mittlerweile. Colonists are departing. So. Abreisende Tourist, abreisende Kolonisten. Ja gut, dann haben wir schon mal ein bisschen weniger nervende Leute hier. Das ist natürlich vorteilhaft, ne? So. Das ist doch mega geil jetzt. Das ist mega geil. Ich bin gerade echt, wir haben einen blauen Himmel. Wir haben den ersten richtigen Regen gehabt, was dazu geführt hat, dass die Oberfläche sich anpasst langsam. Oh, es wird gerade echt besser immer nur noch. Dragon 2. Dragon 2 ist auch schon wieder ready zum Abflug. Unser eine Tourist, der keinen Bock mehr hatte. Das heißt, wir starten dich jetzt. Und wir bauen hier oben auch nochmal einen Shuttle-Hub. So. Treibhausgase importieren. Cool. Jetzt schauen wir, ob wir da doch nochmal Regen kriegen. Wie schaut die Welt gerade aus? Wahnsinn, sie wird langsam. Schaut euch diese schöne kleine Welt an. Sie wird in fast 50% des allgemeinen Fortschritts geschafft. 0,07 pro Zoll aktuell. So, Phoenix One, ready for takeoff? Takeoff. Drachenrakete 1, ready for takeoff? Takeoff. Was bist du, Transporter 1? Du bleibst hier. Was haben wir hier? Transporter 1. Auch ready to landing. Transporter 2 bist du eigentlich, aber sagen wir es keinem. Vielleicht sollten wir auch hier entlang der Strecke doch ein paar Sensortürme mittlerweile errichten. Dass wir einfach hier auch eine Abdeckung jederzeit haben, ne? So. Jetzt hier auch überall ausgestattet. Das wird sich jetzt so nacheinander auffüllen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld bekommen. Alter, diese blaue... Der blaue Himmel ist übel. Ist ja nicht normal. Sind die Laser errichtet mittlerweile, falls ein Asteroid kommt? Ja. Ich würde gerne sagen, hey, lass uns den ausprobieren. Eisasteroidenfänger, okay, das war was ganz anderes wieder. Wir haben fast 50% auch beim Wasser geschafft, ne? Also 5% fehlen noch, aber es ist halt damn near an 50% schon alles. Halt nur die Vegetation nicht, aber die braucht auch seine Zeit zum Starten. Das darf man auch nicht vernachlässigen in dem Fall. Weltraumlift. Dieser Lift beschleunigt die Lieferung von Frachten in den Orbit, exportiert Edelmetalle zur Erde und dient zum Nachschub von Materialien. Boah, 200 Metall, 150 Polymer, 150 davon, 400 davon.
Weißt du was? Wir bauen ihn. Und zwar in der Mitte. Wir holen uns jetzt von der Erde noch Metalle nach. Metalllieferung ist fuck im Grunde. So. Jede Rakete, die im Dienste noch fliegen kann. Wie kriege ich so? Gar nichts. Das kann man vergessen. Aber jetzt halt wird das Ding mal gebaut. Edward O. Schau mal, Polymer. Der Vorteil an dem Weltraumlift natürlich ist dann, wir können einfach hin, exportieren, wenn wir wirklich so viel machen am Ende. Das können wir jetzt. Alter, schau dir an, wie sie abgehen. Wieso? Der blaue Himmel, grüne Wiesen, was? Wieso willst du wieder zur Erde? Hier ist bald die Atmosphäre besser wieder auf der Erde drüben. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo hoffentlich dann der Weltraumlift fertig ist. Also, bis dann. Ciao.